Привет, я Анастасия. Heute lernen wir die russischen Zahlen von 0 bis 100. Sie sind nicht so schwer und sogar interessant. Im Wesentlichen ist es wichtig, sich die Zahlen von 0 bis 10 gut zu merken. Die weiteren Zahlen teilen wir in Gruppen auf. Jede Gruppe folgt demselben Muster. Die Aufteilung in Gruppen macht es einfacher, sich die Zahlen zu merken. Und es gibt bei den russischen Zahlen eine kuriose Ausnahme. Bist du bereit? Dann legen wir los. Поехали! So, fangen wir bei 0 an. 0 ist ganz einfach, heißt auf Russisch 0. Wichtig ist hier, dass das L weich ausgesprochen wird, weil dahinter ein Weichheitszeichen steht, also 0. So, jetzt haben wir 1. Bei 1 gibt es im Russischen drei Formen. Die maskuline Form один, die feminine одна und die sächliche Form одно. Wichtig ist hier, du siehst, dass die betonten Vokale rot markiert sind. Das sind die Vokale, die deutlich ausgesprochen werden. Dieses O am Anfang wird in etwa auf A reduziert. Also wir sagen nicht один, wir sagen один, один. Und bei der weiblichen Form одна, sächlich одно. Bei один ist es auch noch wichtig, dass das D vor dem I auch weich ausgesprochen wird. Один. Also один, одна, одно. Für die russische Aussprache ist die Betonung sehr wichtig. Und für die Aussprache von A und O haben wir ein ganz ausführliches Video gemacht. Also wenn du mehr dazu wissen möchtest, kannst du dir dieses Video anschauen. Ein Link zum Video findest du auch in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir zu 2. Die Zahl 2 hat zwei Formen. Die maskuline und die sächliche Form ist два. Und die weibliche Form ist две. Hier haben wir je nach dem W, also wird W auch weich ausgesprochen. Also два, две. 3 heißt auf Russisch три. Ganz einfach, hier haben wir wieder i nach dem r, also wird r weich. Три. Aber r richtig gut aussprechen. Три. Kommen wir zu 4, heißt четыре. Четыре. Hier haben wir wieder ein je nach dem r, also ist r weich. Четыре. Und dieses je wird in etwa wie i ausgesprochen. Also wir sagen nicht четыре, wir sagen четыре. Четыре. Und dieses i ist auch so ein reduziertes i, weil das betonte Vokal hier i ist, deswegen alle Vokale drumherum werden reduziert ausgesprochen. Четыре. 5 heißt auf Russisch пять. Пять. Hier bei ja ist es wichtig, dass es nicht wie ja ausgesprochen wird. Es gibt kein J-Vorsatz. Also ja macht P weich, wird aber in etwa wie A ausgesprochen. Also wir sagen nicht пять, wir sagen пять. Пять. Und dieses T vor dem Weichheitszeichen ist auch weich. Пять. 6 heißt шесть. Шесть. Hier haben wir wieder T vor dem Weichheitszeichen weich. Шесть. 7. Семь. Семь. S vor dem Je ist weich und M vor dem Weichheitszeichen ist auch weich. Wichtig ist hier auch nicht семь zu sagen, sondern einfach nur S weich auszusprechen und dann ein E. Sem. Sem. 8 ist so ähnlich wie sem, nur mit einem kleinen Vorsatz noch davor. Восемь. Восемь. Wir sehen hier, dass das betonte Vokal
O ist, also wird dieses E auf etwa I reduziert. S und M sind wieder weich. Also восемь. Восемь. 9 ist девять. Betont ist E. Dieses Ja wird in etwa auf I reduziert und W und T sind weich. D auch weich. Also девять. Also wir sagen nicht девять, sondern девять. Девять. 10 ist so ähnlich wie 9, nur ein Buchstabe ändert sich. Also statt девять haben wir десять. Hier wieder D, S und T weich und ja in etwa wie I. Десять. Ich habe jetzt sehr oft weiche Konsonanten erwähnt. Wenn du mehr zur Aussprache von weichen Konsonanten wissen möchtest, haben wir ein ganz ausführliches Video dazu mit Übungen. Hier wird es eingeblendet. Den Link gibt es auch in der Videobeschreibung. Kannst du gerne anschauen und üben, weiche Konsonanten auszusprechen. Und jetzt noch eine kurze Anmerkung zu der Zahl 1. Wir haben gesagt, dass es один heißt. Один, одна oder одно. Manchmal hört man раз. Und viele fragen, warum, was heißt es mit раз? Also раз heißt tatsächlich eins oder mal. Wichtig ist, dass раз nur beim Zählen die eins ersetzen kann. Es bedeutet keine Menge. Also man kann nicht sagen, dass es раз von irgendwas gibt. Für die Mengenangabe wird nur один, одна oder одно gebraucht. Zum Beispiel, um zu sagen einmal, sagen wir один раз. Man hört es aber, dass man beim Russisch zum Beispiel раз, два, три und so weiter zählt. Aber nochmal, nur beim Zählen. So, jetzt gehen wir die Zahlen von 1 bis 10 nochmal durch. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Schau dir die Zahlen von 11 bis 19 nur mal schnell an. Du siehst, das sind ziemlich lange Wörter. Wir nehmen jetzt die auseinander und gucken uns das Muster an, das da immer wieder wiederholt wird. Nehmen wir 11. Heißt одиннадцать. Du erkennst schon, dass один hier 1 bedeutet. Dann haben wir den Teil на und am Ende цать. Dieses на kennst du vielleicht schon, das ist eine Präposition und bedeutet auf. Und цать, es ist eine Abkürzung von десять. Цать. Wichtig ist hier die Aussprache. Hier siehst du, dass I betont ist und dieses A steht ganz weit von der betonten Silbe weg. Also, десять wird in etwa wie ц ausgesprochen und dieses A ganz reduziert. Und dann haben wir ein weiches T. Also wir haben sowas wie zit, zit. Das wiederholt sich bei den anderen Zahlen auch. Also versuch einfach mal zu üben, zit, zit zu sagen. Also, одиннадцать bedeutet sowas wie 1 auf 10. Das ist auch ganz logisch, weil es 10 plus 1 sozusagen ist. Also, одиннадцать. Für die Aussprache ist hier auch wichtig, dass dieses O am Anfang in etwa wie A ausgesprochen wird. Одиннадцать. Jetzt gehen wir die Zahlen durch. Одиннадцать. Du siehst, двенадцать haben wir wieder на und dieses цит. Hier wird die weibliche Form verwendet, also wir haben nicht два, sondern две. Dieses W ist wieder weich. Двенадцать, also es ist 2 auf 10.
Trinazet ist ganz einfach, einfach nur Tri, Na und Z. Trinazet. Четырнадцать. Четырнадцать. Wenn du merkst, bei четыре wird das E sozusagen wegoptimiert und dann haben wir wieder diesen Nazet-Teil. Четырнадцать. Пятнадцать. Bei пять fehlt uns hier das Weichheitszeichen. Brauchen wir nicht. Also пятнадцать. Шестнадцать. Für die Aussprache von шестнадцать ist es wichtig, dass dieses Je in etwa wie Ü ausgesprochen wird und T wird nicht ausgesprochen. Also wir sagen, für sechs haben wir шесть und für 16 шестнадцать. Also T nicht aussprechen. Шестнадцать. 17, 17. Dieses E wird zu einem I, es ist wieder weich. 17. Also für 7 haben wir 7. Aber weil hier die Betonung weiter nach hinten wandert, haben wir 17. Und 18. Und für 19, 19. Hier wird sowohl E als auch Ja in etwa wie I ausgesprochen und die Konsonanten davor sind weich. Девятнадцать. Schauen wir uns jetzt die Zahlen 20 und 30 an. Das ist unsere nächste Gruppe. Du siehst hier два für zwei und три für drei. Und dann haben wir wieder diesen Teil Z, den wir schon kennen. Vergleich das jetzt mal mit 12, двенадцать, und mit 13, тринадцать. Also was hier passiert, ist, dass wir diese Präposition na auf nicht mehr brauchen, weil двадцать heißt nicht mehr 2 auf 10, sondern 2 mal 10. Ja, deswegen fehlt die Präposition na weg. Hier eine kleine Änderung noch zwischen двенадцать und двадцать. Du siehst, dass wir hier je hatten und hier haben wir a. Außerdem ist dieses a betont. Die Aussprache vom letzten Teil z bleibt gleich. Also двадцать, тридцать. Bei тридцать fehlt wirklich im Vergleich zu 13 nur die Präposition na. Also, двадцать, тридцать. Und jetzt kommen wir zu der Zahl 40, сорок. Die Zahl 40 ist die kuriose Ausnahme, die ich am Anfang erwähnt habe. Ursprünglich folgte die Zahl 40 in etwa demselben Muster wie 50 oder 60. Mit der Zeit wurde das altrussische Wort von сорок verdrängt. Es gibt verschiedene Theorien über die Herkunft des Wortes сорок. Die am meisten verbreitete Version besagt, dass сорок früher ein Sack oder ein Bündel von 40 Zobelfellen bezeichnete. 40 Zobelfelle waren nötig, um einen Pelzmantel zu nähen. Diese Einheit wurde so oft verkauft, dass сорок das altrussische Wort für 40 ersetzte. Außerdem war es viel einfacher zum Aussprechen. Also zur Aussprache von сорок. Du siehst, das erste O ist betont und dieses O wird in etwa ja, zu so einem ganz reduzierten A. сорок. Unsere nächste Gruppe ist 50, 60, 70 und 80. Hier siehst du, dass wir die Zahlen von 5 bis 8 komplett, also auch mit dem Weichheitszeichen, immer beibehalten. Und bei 10, das heißt ja 10, wird das Weichheitszeichen hinten entfernt. Also wir sagen wörtlich 5 Zehner oder 6 Zehner.
Ganz einfach. 50. Also hier ist das Ja betont, also werden wieder Ja und E davor auf in etwa I reduziert und hier haben wir wieder ganz viele weiche Konsonanten. Also wir sagen 50. 50. Hier das Ja ist wieder betont, also hier haben wir in etwa I und sagen 60. Wichtig ist hier, dass T schon mit ausgesprochen wird. 60. Aber es verschmilzt ein bisschen mit dem D dahinter. 60. Bei 70 sehen wir, dass die Betonung an den Anfang wandert. Also wir sagen 70. 70. Und bei 80 ist wieder die erste Silbe betont. 80. 80. Also bei beiden Zahlen, das hier ist, wird sehr reduziert ausgesprochen. 70. 80. Also vergleichen wir die Zahlen 50, 60, 70 und 80 mit 15, 16, 17 und 18. Du siehst, dass hier die Zahl immer komplett ist für 5, 6, 7 und 8 und hier immer das Weichheitszeichen fehlt. Außerdem haben wir hier Na, was wir hier nicht haben und hier wird die reduzierte Form von 10 Z benutzt und hier ist die Zahl 10 fast komplett und es fehlt nur das Weichheitszeichen am Ende. So, 90. Heißt auf Russisch Divinosta. 100 heißt auf Russisch Sto. Warum Divinosta plötzlich an Sto angelehnt wird und nicht demselben Muster folgt wie die Zahlen 50 bis 80, ist nicht klar. Da gibt es verschiedene Theorien, aber keine so richtig überzeugend. Muss man sich einfach merken, Sto heißt 100. Und Divinosta 90. Hier sehen wir wieder, dass dieses O hier betont ist. Also haben wir hier wieder Is und die Konsonanten hier sind weich. Und hier am Ende haben wir auch ein sehr reduziertes Vokal. Divinosta. Und hier Sto. Und jetzt die Zahlen von 20 bis 100 in einem Durchlauf. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jetzt kommen wir zu zusammengesetzten Zahlen. Bei zusammengesetzten Zahlen muss man einfach die Zahlen hintereinander nennen, die die Zahl formen. Es ist ganz einfach. Also, zum Beispiel, man sagt 21, 21 oder 21. Wichtig ist, dass die zusammengesetzten Zahlen auseinandergeschrieben werden. Für 32 haben wir 32 oder die weibliche Form 32. 43, 43. Dann zum Beispiel 54. 65, 76, 87, 98. Und bei 100 bleibt das Muster gleich. 119 zum Beispiel. So, das war's für heute. Die russischen Zahlen von 0 bis zu 1 Million mit Lautschrift und Aussprache zum Anhören gibt es auf russlandjournal.de. Den Link gibt es hier oben oder in der Videobeschreibung. Wenn du dich für ein Video zu weiteren Zahlen auf Russisch interessierst, lasse mich das in den Kommentaren wissen. Und wenn dieses Video dir geholfen hat, die Zahlen von 0 bis 100 besser zu merken, gib uns einen Daumen nach oben und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Baka!